Level 6, nix in der Höhle. Willkommen zurück zu Oracle of Ages. Ja, wir haben es endlich geschafft. Diese scheiß ganzen Spiele von mir wohnen. Hat schon genervt. Ah, da ist eine kaputte Wand. Wir sind in der Vergangenheit. Nur mal kurz angemerkt. Aber diesen Dungeon gibt es ja auch in der Gegenwart. Ein paar Geister besiegen, okay. Einer noch. Nur zwei. Okay. Ja, haut ab. Vielleicht Schlüssel? Ein Gashokern, ernsthaft. Ich gehe mal weiter, mache ich. Karte habe ich ja noch keine. Dann wissen wir ja nicht, wie die aussieht. Anzünden, komm. Also ich muss die anzünden, aber ich habe vielleicht keine Kerne. Ein noch. Ja, kommt hier, Leute. Ah, interessant. Kann ich hier schwimmen? Ja. Ich hoffe, wir kommen hier schon direkt weiter, ne? Wir müssen gleich wieder zurück, also. Wow. Karte. Ja, jetzt können wir uns anschauen, wie die ist. Oh, ja. Sieht ja interessant aus. Ich werde die mal aufheben. Ich glaube gerne, das wollte ich haben. Ja, falsch. Kann ich das andere anklicken? Nein. Gegen die Wand holen. Kommt doch gar nicht hin, ne? Kann ich aus dem Wasser raus? Oh. Hä, wie kriegt das ins Klappen? Oder brauche ich ein neues Item? Immer zwar hier, glaube ich. Wir merken uns diesen Ort. Ich werde beobachtet. Wir haben jetzt Weg nach oben oder nach links. Warte, ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, gut, dann sind wir jetzt auch nicht viel weiter. Aha, ein altbekanntes Rätsel. Ja, jetzt. Wenn jedes Mal ein Herz bekommt von denen, ja, nice. Kompass. Okay, brauche ich einen Schlüssel? Herze geholt, die ist wieder weg. Denke an. Okay, muss ich die natürlich wieder anzünden, aber ich habe noch zwei Kerne. Nein, noch einer, ernsthaft.
Ja, muss ich extra Glückchen erholen, damit ich hier weiterkomme. Okay, wir sehen uns sofort wieder mit mehr Glückchen in der Tasche. Okay, Glückkerne brauchen wir gleich. Wir haben jetzt einfach einen Arcanum-Kern genommen und das funktioniert auch. Alles klar. Weiter geht's. Wir sind wegteleportiert. Ah, nein, ihn nicht da. Oh, ist doch blöd. Habe ich jetzt den Schlüssel? Nice. In dieser Höhle kann ich den Schlüssel nicht benutzen für eine Tür in der Gegenwart. Oh. Der verzaubert mich hier, also. Kann ich hier einen Block erschaffen? Ich muss da was draufstellen und da ein Krug drauf. Aha. Und dann einfach durch. Nein, 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 Hände nicht weg. Hopp, hopp. Ich will zurück zum Anfang. Okay. Eine Wand, die wir wegspringen. Aber hier ist nichts. Es soll noch nach oben gehen. Ah, hier. So richtig sinnlos, ey. Als fehlt ein Schlüssel. Da kann ich doch nicht runter. Das wäre so geil jetzt schon beim Boss. Also heißt das jetzt? Schlüssel suchen. Hier oben bin ich komplett durch. Ich müsste irgendwie runterkommen. Dieser eine Schlüssel, den wir oben rechts bräuchten. Ja, nein, ja, hier unten rechts. Diese Fackeln. Wie komme ich da ran? Okay, wir reisen jetzt mal in die Gegenwart. Oh, ein Feld nach oben. Wir gehen da jetzt rein. Komm.
Level 6, nichts Level mehr. Ja, jetzt war alles kaputt. Scheiß Dinger, Alter. Klappt nicht immer. Das kommt ja von oben, sag das doch, ey. Hier brauche ich Schlüssel. Immer diese Schlüssel hier. Nein, haut ab! Dann nehme ich mal mit. Geht's hier überhaupt weiter? Nee. Nur oben. Autsch. Oh, ich tauch da ab. Irgendwie mag ich das Level gerade nicht. Oh, ich kann nicht besiegen. Einmal rüber. Eine Karte. Okay. Und wir merken uns, dass wir von oben auf jeden Fall durchkommen können. Oder von unten. Ja, interessant. Bin ich jetzt links oder rechts oder so? Ah. Ein Geist noch weg. Nee, treffe ich nicht. Hier kann ich durch. Okay, wieder Bombe. Ein Würfelspaß hier. Ja, weil dafür kriege ich jetzt nicht mehr runter. Rot? Nee.
nochmal weiter drehen. Nein, wieso? Oh, bin ich blöd, Alter. Irgendwie so, dass das Blau in der Mitte ist. Hä? Ah, nice. Ein Schlüssel. Juhu. Können wir da hopp nach oben? Ist das noch ein Durchgang? Sehr schön. Ach, Scheiße. Mhm. Könnte man ja runterfallen. Hier könnte man dann wieder nach oben. Mhm. Er killt mich einfach so dreimal direkt hintereinander, ne? Hm, irgendwie müsste ich nach links kommen. Jetzt dreht sich das noch unten. Okay. Jetzt hoch zur Truhe. Komm, let's go. Ich nicht. Na, so geizig hier wegen Herzen. Aha. Komm, was denn? Noch ein Schlüssel. Er zieht uns das Herz ab, Alter. Nach oben. Das gleiche spielt jetzt auf der Seite. Und jetzt müssen wir von oben kommen. Ich nehme die mal weg. Die Maus. Das Piepen nervt aber richtig. Zur Tür, ne? Ja. Ah, oh, könnte was kommen. Na. No. Ich bin Vire. Vire, ein ergebener Gefährte. Wie ich hörte, versucht jemand während Auftrag. Dabei bist du nur ein Kind. Prima, mit dir werde ich fertig. Ah, du nervst, du nervst, na warte. Okay, wir springen lieber auch mal. Noch mehr.
Dann kann ich einfach das Speck machen, nice. Autsch. Ah, der will mir reicht, der ist nur jetzt Schluss. Vielleicht ist es wirklich Schluss. Oh oh. Okay, ein, zwei Treffer. Einfach ganz unten. Auch weg. Für die Überschätzungszahl, aber wir wären hier vor. So, weiter geht's. Neu. Mal schauen, was uns jetzt mal in der Umwarten gibt. Eine Truhe, nice. Aber da gibt's doch irgendwas Besonderes jetzt. Ja, zu spät. Okay, was soll ich jetzt machen noch? Oh, gar nicht, kann man mit da jetzt rüberziehen lassen. Juhu! Und erhalten! Den nächsten Anzug, Blutanzug, tief tauchen, drücke den Steuerkreuz, um zu schwimmen, um den zu tauchen und A, wenn du Gegenstände einsetzen möchtest. Oh, das hört sich doch interessant an. Okay, was wir mit dem nächsten Anzug dann anstellen können, werden dann in der nächsten Folge erfahren. Mit einem herzlichen Glückwunsch, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ciao.